Ich begrüße euch ganz herzlich hier zu einer neuen Folge von OMSI. Jetzt wieder nach dem Weihnachtsfest hier brandaktuell auf einer Map, die erst kürzlich erschienen ist, nämlich genau an Heiligabend. Und zwar fahren wir heute auf Weiden. Wie man hier schon sehen kann, ist die Map vom Gestaltungsniveau her einfach mal extrem hoch. Es ist eine Map vom O3D-Team, beziehungsweise vom Andy, wer ihn auch immer kennen mag, unter den verschiedensten Namen bekannt. Unter anderem auch Kummenabersteller mit. Und es ist einfach mal eine Karte, die er mal fertiggestellt hat. Es ist zwar nur eine kurze Linie, die man hier fahren kann, so um die 10 Minuten, aber trotzdem ist es schon echt richtig schick. Ich bin mal nur drüber geflogen, um zu gucken, ob die Map funktioniert soweit. Das tut sie. Achso, wir brauchen erstmal ein bisschen Druck. Ja, ist ja okay. So. Wir fahren die Route 2 Richtung Neue Stadt. Es gibt auch ein paar KI-Linien hier auf der Karte. Aber, die können wir halt nicht fahren. Ist ja logisch. Deswegen sind es ja KI-Linien. So. Ich habe heute einen MAN NL 283 als ZF-Variante ausgewählt. Wir fahren auch hier unverändert, so wie es vom Repainter mitgeliefert wird, heißt hinten mit Außenschwenktüren, die wir aber nicht selbst steuern können, sondern die von den Leuten gesteuert wird. Ja, Innenanzeige haben wir hier die normale drinne. Oder nee, das war glaube ich die BVG-Variante. Auf jeden Fall habe ich das Repaint nicht verändert, es ist so wie es mitgeliefert wird. Finde ich, das ist auch ein ganz schickes Repaint, so zweigeteilt. Gibt es auch noch in der Variante mit Überland. Also gesehen für den MAN Nü. Und da ist das dann, die grüne Fläche ist dann blau. Und ja. Soweit, so gut. Wir stehen hier hinten an der Rehbühl-Siedlung. Ist so ganz klein, mit kleineren Häuschen, ganz schick gemacht. Auch hier überall mit eigenen Texturen gearbeitet. Man hat sehr wenig Standard. Oder, ja, sehr wenig Standardobjekte, sehr wenig Zusatzobjekte. Viele eigene Objekte und eigene Splines und eben dann auch noch ein paar Objekte und Splines aus Payware Add-ons. Vom O305 Add-on, X10 und Rheinhausen, glaube ich. Und dann braucht man eben das Add-on auch noch, damit man hier wirklich ordentlich fahren kann. Aber ja. So, dann wollen wir mal los. Ich bin selbst noch nicht gefahren. Von daher ist das jetzt für mich auch erstmal hier, so gesehen, die erste Fahrt. Und der erste Eindruck, den ich direkt auf der Map habe. Und nicht nur, so gesehen, vom drüberfliegen. Aber ich muss sagen, das sieht echt richtig schick aus. Was will man anderes erwarten, könnte man da schon fast sagen. Weil, bei O3D weiß man immer, dass da Gutes bei rumkommt. Und wieso fahren wir hier? Fahren hier kaum Autos, sondern nur LKWs. Das ist komisch. Das ist komisch. Wer weiß, wo die Autos hin sind. Die wollen wahrscheinlich nicht. Ist vielleicht noch irgendein kleiner Fehler in der AI-List drin. Ne? Aber der lässt sich, denke ich mal, auch noch irgendwie beheben. Weil das ist wirklich komisch, dass hier nur LKWs fahren. Naja. Soll uns jetzt von der Sache her erstmal nicht stören. Wir kriegen das auch so hin. Oh, ich hab gar nicht. Nächste Haltestelle. Waldrastkirche. Stimmt das jetzt auch? Genau, Waldrastkirche. Das passt. Ist aber komisch, dass hier wirklich nur LKWs fahren. Das finde ich nicht schön. Will das auch andere Fahrzeuge fahren? Ja, du darfst fahren, LKW. Ich werde dich jetzt kaum da stehen lassen, dass du den Rest des Verkehrs beeinträchtigst. So. Können ja auch mal kurz außen fahren. Um mal so gesehen alles zu sehen, wie das hier aussieht. Es ist wirklich richtig herrlich.
Wenn man das so sieht, was hier alles ist. Hallo. Motor, bitte anspringen, danke. Das sieht schon echt wirklich richtig gut aus. Oder was heißt richtig gut? Es ist einfach ehrlich. Da gibt es gar nichts anderes zu sagen. Bei dem Detailgrad ist das... Boah, mit der Scheiße. Ja, Entschuldigung. Fehlen eigentlich nur noch die Autos. Wo auch die immer hin sind. Hallo. So, kommen Sie rein, können Sie Hallo. Rausgucken. Eine Tageskarte, bitte. Eine Tageskarte. 30 und 1. Bitteschön. So. Ab in die 30er Zone. Es sieht etwas enger aus. Aber das stört ja nicht. Wir haben ja gerade noch Platz, es kommt uns ja nicht entgegen. So eine Straße kriegt Vorfahrt? Was soll das? Das finde ich nicht okay. Ja komm. Fahr zu. Ich will hier auch weiterkommen. Das ist ein Hin und Her hier mit den Straßen. Ist ja auch witzig. Links, rechts, links, rechts. Schön verwinkelt. Aber ich finde, es ist richtig schön geworden. Hier auch so mal engere Stellen, wo man dann auch schöne Warntafeln hat an den Seiten, wo man langfahren soll. Also dass man da entsprechend die Richtung ordentlich eingehalten hat. Ohne Tankstelle. Wer macht denn die Einfahrt so eng? Ich bin etwas länger nicht mehr gefahren, das fällt auf. Auch hier das mit der Tankstelle finde ich richtig cool gemacht. Das hat auch was, finde ich zumindest. Ich finde, das hat was. Oh, ich hätte vielleicht auch die Leute rauslassen sollen. Wäre vielleicht ganz gut gewesen. Ich habe das ja nie mit Außenschwenk. Ach Quatsch, mit automatischen Türen habe ich das ja nie. Oh, unser Kollege kommt. Den lasse ich da natürlich erstmal durch. Da hat natürlich jetzt die normale Matrix nur drinne, weil es ja der KI-Verkehr ist. Also ich habe KI-Bus eingestellt und nicht den normalen. Das wäre sonst mir etwas zu, naja, nicht sparsam genug gewesen, sagen wir es so. Weil wenn ich eine KI-Variante vom Bus habe, kann ich die ja dann auch nutzen. Ich hoffe, ich musste jetzt auch hier in die Richtung abbiegen. Wenn nicht, habe ich jetzt Pech. Aber das sieht gut aus, denke ich mal. Ja, das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Huch, jetzt lädt er irgendwas nach. Das finde ich nicht schön. Das finde ich wiederum nicht schön. So, dann müssen wir jetzt hier auf die Busspur. Und ich habe schon wieder vergessen, weiterzuschalten. Nächste Haltestelle, Fliederstraße. Stellen wir mal die automatische Weiterschaltung an. Oh, perfekt. Fliederstraße ist sogar die richtige Haltestelle. Bin ich gut oder bin ich gut? Das klingt nach Zug. Ja, das klingt nicht nur nach Zug, das ist auch einer. Hallo, Zug. Ja, also es ist wirklich auch hier schön überall mit dem 3D-Gras gearbeitet. Das sieht schon echt schick aus, wenn man sich das so anguckt hier. Das hat dann doch schon ein bisschen schöneren Flair. Auch weil das hier alles sehr aufwendig gestaltet ist, hier dann noch mit den Splines alles hin und her. Ich muss mir das mal angucken, ob das Objektkreuzung ist oder Spline-Kreuzung. Ich glaube, es ist eine Spline-Kreuzung. Würde ich jetzt mal grob vermuten. Aber das lässt sich ja alles rausfinden. Auch hier drüben so eine kleine interessante Kurve. Aber laut ist es. Laut ist es. Ich will meine Vorrangschaltung haben.
Ja, da geht doch. So. Es hoppelt auf jeden Fall. So. Schönen guten Tag. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Schönen guten Tag. Guten Morgen. Ich hätte gerne eine Kurzstrecke. Eine Kurzstrecke, bitteschön. 40 zurück. So, auf der Busspur wird es ja voraussichtlich... Oh, nicht so viel kommen. Was haben wir denn da? Einen kaputten Gelenkbus. Ja, das verstehe ich auch nicht. Irgendwie sind bei mir die Gelenkbusse kaputt. Und wollen nicht so wirklich. Die haben irgendwie so ein... Naja... Kaputt-Syndrom. Seit dem Update. Dass die halt nur noch so... Vorne angezeigt werden, aber hinten nicht mehr. Übrigens hier, Linie 3. KI-Linie. In dem Fall Richtung Weiden-Ost. Weg da, jetzt komme ich. Hier, Platz da. Eng. Was kommt bitte da eine KI-Kollege entgegen? Hier ist nur 15. Ah, naja. Wir nehmen mal positive 15, sehr positive 15 und fahren da mal ein bisschen schneller. Wird uns ja niemand für ärgern. Oh, hier sogar mit Bussteigen. Oder mit höheren Bussteigen. Nicht Hochbussteigen, aber mit höheren. Sagen wir es so. Also so niederflurmäßig halt. Zumindest ansatzweise. Ah, hier fährt also nur die 2 und die 3. Hier hinten. Noch. Die anderen Busse kommen dann erst noch von woanders. Nächste Haltestelle. Forum. Ah, hier ist so ein... interessantes Viadukt, nenne ich es mal. Ne, Viadukt ist es ja gar nicht. Quatsch. Ein interessantes Gebilde. Ein antikes Gebilde. So, und hier fahren, denke ich mal, dann mehrere Linien ab. Genau. Die 1 hat auch zur neuen Stadt. Das ist auch interessant. Also zu unserer... Ach, ich vergesse das jedes Mal aufs Neue. Was fährt dann noch? Die 3 und die 6? Genau, die 6 auch noch. Zum Hammerweg. Um 10. Oh, die 3 fährt einfach vorbei. Auch gut. Warum nicht? Ah, die schleicht jetzt vor sich hin. So. Muss ich hier schon rum? Nee, sieht nicht danach aus. Sieht nicht danach aus. Mehr so, dass ich dem folge. Geht ja auch gar nicht anders. Okay. Es ist jetzt... Oh! Hallo, in schwebende Menschen. Gut. Wir müssen jetzt nämlich hier drüben rein. Ist ja jetzt unsere Endstelle hier. Schwupp, schwupp, schwupp. Einmal rüber da. Steht irgendjemand anders da? Nö. Gut so. Aber einfach muss ich mal sagen, die Linie so für zwischendurch macht sich definitiv ganz gut. So, wollen wir mal ein bisschen vorstellen. Damit auch die anderen Fahrzeuge dann auch hinter uns passen. Ja. Finde ich sehr schön. So, wo fährt die 1 hin? Nabwiesen. Mhm. Aber auch hier ist es, finde ich, richtig schön ausgestaltet. Überall so schön detailreich hier mit Fahrradständern. Dann auch jeder Baum einzeln so noch ein bisschen schick gemacht. Die Objekte sind cool.
Das Schöne auch hier ist, alle Objekte, die hier auf der Map verbaut sind, beziehungsweise auch Splines, die vom O3D-Team sind, kann man dann auch für sich privat verwenden, beziehungsweise auch nicht nur privat, sondern auch öffentlich verwenden. Finde ich ehrlich gesagt richtig cool. Und ja, da bleibt mir eigentlich noch zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bleibt uns dran. Tschüss, schönen Tag noch und bis zum nächsten Let's Play. Tschüss.